Bonjour, mes amis. Selbst Staatspräsident Jacques Chirac ließ es sich nicht nehmen, die Blagnacer Delegation mit hohen Ehren auf ihrem Weg nach Buxtehude zu verabschieden. Hallo Blagnac, herzlich willkommen in Deutschland. Bonjour Blagnac. Bonjour mes amis, ça va? Wie geht's, arkadaşlar? Bonjour Blagnac. Bonjour, mesdames et messieurs les Blagnacais et les représentants de la vie politique et économique. Auch BuxTV begrüßt die offizielle Abordnung der Partnerstadt Blagnac mit Bürgermeister Bernard Keller an der Spitze, die sich zurzeit in unseren Mauern aufhält. Über 40 Jahre besteht der Freundschaftsvertrag unserer beiden Länder, doch in einem Europa der fast überdehnten Grenzen und in einer globalisierten Welt, in der die englische Sprache Lingua Franca ist, geht das Interesse aneinander bedauerlicherweise zurück. Umso beglückender ist die Pflege einer solch lebendigen, seit nunmehr über 20 Jahre bestehenden Partnerschaft zwischen Blagnac und Buxtehude. Außerdem stimmt es zum Beispiel zuversichtlich, dass es das inzwischen realisierte Projekt eines ersten deutsch-französischen Schulgeschichtsbuchs gibt, zugleich das allererste einheitliche Lehrbuch an deutschen Schulen überhaupt, vorausgesetzt, jedes der 16 Kultusministerien gibt dafür grünes Licht. Darauf werden wir hier nicht warten, sondern uns schon in der königlichen Nacht am 26. August lebhaft daran erinnern, dass Buxtehude zur Zeit des Blocus Continental eine im kaiserlich-napoleonischen Frankreich gelegene Stadt gewesen ist. Freudig erregt waren die Buxtehuder über das Gastgeschenk. Es umhüllt den 7. Schornstein, ein Kunstwerk des Schweden Jan Svenungsson aus dem vergangenen Jahr. Über 20 Jahre, länger als manche meiner Ehen, dauert sie nun schon, die Freundschaft zwischen Buxtehude und Blagnac. Aus diesem Grund zeigen wir Ihnen den Besuch der Buxtehuder Delegation im letzten Jahr in Blagnac. Der Golfclub Dahnsen plant für das nächste Wochenende ein Lorenz-Hünemeyer-Golfturnier.